Hintergrund von allem ist Geld. Geld, das muss ich dir sagen, ist auch Sex. Geld Parzival, das Stück von dem Autor Joël Laszlo, ist eine Übertragung des Parzival-Stoffes ins Heute. Parzival ist im Mittelalter durch eine Welt der Ritter gezogen und hat einen Haufen Zweikämpfe geführt. Joël Laszlo hat sich entschieden, seinen Parzival, der jetzt auch unser Parzival ist, durch die Welt des Geldes zu führen. Joël Laszlo hat eine politische Gemeinschaft vor Augen, sicher die FDP, wie man sie in Deutschland und in der Schweiz kennt, oder überhaupt politische Gruppierungen, die den Wirtschaftsliberalismus hochhalten. Denn was ist die Freiheit heute anderes als das Glück und die Sicherheit der kommenden Generation, das Glück unserer Kinder, Freunde, Freundinnen, los! Holen wir sie uns zurück! Die Zukunft! Wir haben uns für die These entschieden, wir alle sind Parzival. Wir alle sind Parzival heißt, wir alle haben diesen Blick auf eine Welt, die wir nicht gänzlich verstehen, und diesen Umgang mit der Überforderung. Und daher haben wir uns vom Theater Marie ganz früh entschieden, dass die Figur des Parzival durch das ganze Ensemble geht. Also 6 der 7 Schauspielerinnen auf der Bühne spielen auch mal Parzival. Der Parzival wird weitergegeben wie eine Staffette, das ist im Kostüm völlig erkennbar. Und das ist eigentlich der Versuch, diese Sicht von Parzival erfahrbar zu machen. Parzival, wo bist du? Bleib nicht lang, komm wieder, ja? Hier ist es so kalt. Etwas stimmt hier nicht. Auf dem Weg durch unsere Welt begegnet Parzival der Gralsburg. In der Gralsburg wohnt Anfortas, ein kranker König. Und in dem Moment begreift Parzival, dass irgendwas schiefläuft. Und ab diesem Wendepunkt will er verstehen, was das ist, was schiefläuft. Anzeichen von Lepra, Staphylokokken, Superinfektion, Kaposi-Syndrom. Ja, ich verstehe es nicht. Bist du steinreich und vereinst auf dir alle Krankheiten der Armut? Das Stück, mit dem wir arbeiten, hat sogar die sehr große Setzung, dass es auch um das Leid der Welt geht. Also wir kommen selber zu dem Punkt, dass Anfortas auch die Welt bedeutet, also das Leiden der Welt. Ausbeuter, Profitüberchecker. Hier drin bist du der einzige Mensch, das einzige Wesen, das dich anschauen kann. Am Schluss geht Parzival im Abfall unter, sozusagen. Und anstelle eines Happy Ends aus der Sicht von Parzival bietet uns das Stück die Möglichkeit, eine kollektive Vision für eine Verantwortung für kommende Generationen an. Freiheit hört an der Grenze auf, beidseits der Grenzen. Unterdrückung, Kontrolle. In einem Wort Gift. Individualität. Versperrter Blick auf alle, die dir nicht gleichen. Also, die ausgebeutet sind, siehe Gift. Wohlstand. Sie fänden Jahre vorbei. Dabei waren sie nie da. Frieden. Halber Krieg. Weit genug, dass wir es nicht sehen. Nahe genug, um alles zu durchdringen. Gift. Ich glaube, es geht auf jeden Fall darum, dass auch das Publikum sich fragt, mache ich mir genug Sorgen um die Welt und welche Art von Sorgen mache ich mir und bin ich in der Lage, aus dieser Sorge heraus mein Handeln zu beeinflussen oder bin ich damit überfordert? Beim Anblick der Leiden dieser Welt, im globalen Süden, aber auch in unserer westlichen Gesellschaft, und dem Bedürfnis aber doch irgendwie Sorge zu tragen, Sorge zu haben und irgendwie daraus empathisch zu handeln. Wenn du schon da bist. Mach jetzt das Licht aus, bitte. Dass wir alle einen Moment für uns sein können. Bevor es weitergeht, mit all dem Schönen, was kommt.